einer Gegend bewerben. So, ja, das muss hoch sein. Okay, und daran arbeiten wir jetzt. Nein. Ich will keine Reden. So, hier haben wir alles. Ich habe gesehen, dass diese Dinger erhältlich waren und musste sie sofort sehen, Präsidentin. Bauen, wo? Das ist eine gute Bewerbung bekommen. Empfangen Sie Touristen des Typs Abenteurer. Ah ja, gut. Das war auch noch unser Haupt-Daneben-Szenario, sagen wir mal so. Naja, das haben wir ja schon mit dem Billighotel nicht, mit den Bungalows, ja. Also merke ich das, baut Bungalows und Billighotels. Dann läuft das. Ich werde einen geschmeidigen Nachtclub bauen. Oder? Das ist doch was. So ein bisschen auf Soprano-mäßig. Ein schöner Nachtclub. Obwohl, die haben ja noch eine Bar gehabt. Oh. Mist. Was? Ach, nein. Oh ja, dann gebe ich meiner Bevölkerung das. War auch nicht schlimm. So, wartet mal. Das ist aber auch eine komische Insel. Hier ist kein Platz für irgendwas. Ey, das ist so nervig. Ja, das passt ja sogar am Hafen. Kriminalität schon so hoch ist. Meine Güte, ja. So, leider. Wären Sie hier an. Kein Dresscode.
Meyer Roller Cliff. Ne, nicht zumindest. Das falsch. Er will die Gebühr, dann will ich die Ich bin mir sicher, dass die Guten. Abenteuerlustig. Die Touristen gehen im Nachtclub. Das ist ja ein super Abenteuer. Hätte ich mal das gewusst. Da wird der Club wahrscheinlich jetzt alle anlocken. Hier, knackervoll. Der Sieg gehört euch, Präsident. Ich wusste, ihr würdet erfolgreich sein. Und nicht nur, weil ich sämtliche Stimmzettel persönlich ausgefüllt und gezählt habe. So Leute, ich weiß auch, was wir noch machen. Wir werden hier eine Bushaltestelle hinmachen. Umso mehr haben wir hier Andrang. Oder? Nämlich schon wieder runter. Touristen, Rucksack, Touristen, Offshore. Jetzt werde ich wieder erpresst hier heute. Mongolia, Offshore, schnell bauen, Offshore, ja. Yeah. Wisst ihr, was Offshore heißt? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Was heißt Offshore? War so eine kleine Aufgabe. Vielleicht weiß es ja der eine oder andere. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Präsident. Mit nur etwas Magie kann ich Ihnen das Zehnfache zurückzahlen. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Wir wollen keine Gesetze brechen. Warum? Ich weiß gar nicht, was ihr immer wollt. Stopp. Vor. Leute, ich habe eine Haltestelle, eine Buslinie von der Nacktbar bis zum Hotel, ja, ich finde es so geil. Ist doch mal so richtig Albandi-mäßig, oder? Da bin ich mal gespannt, ja. Guckt euch die Bushaltestelle an. Yeah! Wir dürfen zwar alles ruhig haben, ja. Die Tourisima. Oh mein Gott. Oh ja, da sind sie drin hier, habt ihr sie gesehen? Präsident, Sie wissen sicher, dass irgend...
Habt ihr sie gesehen, ja. Und brauchst du dafür, ja. Geil. Die kommen alle nach Tropico und wollen dann abfahren. Dass diese Dinger erhältlich waren und nur. Tja, das aber staat sich selber zuzuschreien, wenn die Leute nur noch vorm PC sitzen. Bitte schön. Das ist ein Corona-Mona, ja. Auch wenn es Unternehmer gibt, den Corona nichts angetan hat, die dadurch vielleicht sogar verdient haben. Ansonsten sieht doch die andere Kehrseite, wo Leute pleite fast waren. Das finde ich bedenklich. Beziehungsweise die ganze Jugend. Nur drinnen, na super. Obwohl die das sowieso den ganzen Tag machen. Viel zocken. Und viel am Handy. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Wo das noch hingeht, Leute. Diese Handysucht, ganz schlimm. Ich finde das auch traurig, peinlich und wie gesagt, ich kann nicht den ganzen Danke, Tag dass Sie das getan haben, Präsidente. Den ganzen Tag an diesem Telefon hängen. Zumal die nicht mal irgendwas geschäftlich da zu bereden haben, sondern einfach nur wichtig tun. Fürchte mich. Hauptsache Instagram-Bilder. Immer das gleiche Bild. 5000 Bilder von sich selber. Das ist doch narzisstisch ohne Ende. Ich möchte. Von sich selber eingenommen irgendwie. Also Leute, wie gesagt. Aber wir wollen ja jetzt zocken und entspannen. Ich habe schon wieder Mundfasching. Ja. Und nochmal abschließend dazu noch was. Ich bin froh, dass ich in meiner Kindheit so ein Mist nicht wie Handy nicht hatte. Ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Atomwaffe! Das noch abschließend. Haben Sie noch einen Platz in Alle, die jetzt kommen, die werden es nicht mehr so schön haben. Die merken das nämlich nicht, wenn die den ganzen Tag davor klüpfen und der ganze Tag vorbei ist. Ups, ich habe nur 3 Bilder gepostet. Was? Wochenende schon vorbei? Oh, jetzt muss ich wieder in die Schule. Wenn Sie bitte hier unterschreiben. Hallo, Frau Merkel. Und hier. Und hier. Und hier. Ja. Du kümmerst dich um die Kunst. Ah ja, da. Ich habe das ja schon da. Kunstmuseum. Oh, Frau Merkel, Kunstmuseum. Die sieht schon so aus. So. Tja, Frau Merkel, ich habe keinen Platz mehr für euren komischen politischen Irrsinn. Ach Mann, Kunstmuseum in der Pampa klingt ja auch nicht, oder? Mann, ich will es einfach, ich habe keinen Platz. Obdachloser. Ja. Find ich gut. Leerstehende Wohnung 92. Das war ja ernst. Arbeitslose 4.
Humboldt-Universität. So, die Böden. Siehst du? Läuft. Die Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf den Straßen und Flüssen, die Verordnung kostet. Mir wurde gesagt, dass die Straßen in Tropico einfach nicht schnell genug sind. Aber wir können das mit einer kleinen, regelmäßigen Investition in die Infrastruktur lösen. Glauben Sie nicht in Wunschträumen von öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrädern oder, Gott bewahre, allgemeinen Fußgängerzonen. Wer sich mit jedermann gut... Das Leben verläuft heutzutage unglaublich schnell. Ja. Und Haarschnitte machen den alten Leuten Angst. Ja. Es gibt einige, die sich nach einer Rückkehr zu traditionellen Werten und den dazugehörigen Haarschnitten wie dem Topfschnitt und... Genau. Mal gucken, was hier. Nach dem Abschluss eine Chance von 5% direkt auf die Universität. Wissen Sie, was Tropicos Bildungssystem auf die Sprünge helfen könnte? Ein aufwendiger Wettbewerb zum... Jawohl. Attacker. Da, 56. Siehste. Der Alten, naja, gleich bei ihm. Beliebt geworden bei den Alten. Alte Zeit, ja. Millionenverträge. Ey, bauen wir nicht auf Autos? Wieso bauen wir eigentlich noch keine Autos? Bauen wir das Riesending hin? Ich habe keinen Platz mehr. Ja, außer hier. Na, lass mal Rohstoffe machen. Ja. Gut. Junge. Was ist das? Nickel. Oh Mann, das ist so abwegig. Abseits suchen. Boah, das war jetzt nicht euer Ernst. Boah, warte mal. Ha! Nur zwei Inseln, ja, wie wollte ich das mal?
Zeit raus hier mal. Ja, schön. Nicht nur so ein Transporthafen, weißt du? Da haben wir ja. Natürlich auch gleich die Industrie outsourcen. Da haben wir die Chemie ja nicht in der Bude. Dann lassen sie uns dann nur noch bringen. Waffen kaufen. Ich möchte, dass Sie etwas für mich tun. Hätte Sie... Klar, Herr Putin. Machen wir. Für Sie doch immer. Ein Sekunde, ja. Das Büro? Baue ein Büro. Jetzt sag mal. Wieso muss ich hier irgendwas machen? Ich werde gleich mal die Atombombe testen, Alter, da will ich sie mal sehen hier. Mit ihren Erpressungen andauernd. Unser Geld ist im Umlauf, Press. Die Och geil, die wohnen hier unten. Hier unten wohnen sie und hier die einfache Formel. Wunderbar. So, jetzt brauchen wir Nickel und Stahl. Ah, Kacke. Ja, jetzt zocken sie alle hier, Helle, bloß. Sitzt doch nicht, ja. Hm, hätten sie mal erst noch mitgezockt. Saubere Energie. Na bitte, jetzt haben wir was. Jetzt machen wir noch Autos. Kann ich nur jedem empfehlen, der das jetzt hat. Baut Autos. Könnt ihr eure Bevölkerung Autos schenken. Beziehungsweise die da arbeiten. Und dann steigt die Zufriedenheit hoch. Und ihr habt Marktanteile. Ich habe gesehen, dass diese Dinge... Aber das ist schwierig. Bei euch, die Leute von euch Autos kaufen wollen, bei Amerika, Deutschland, bei EU, in den Spielen, ja. Und das bessere Karten haben mit ihren Autos. Sieht man ja hier, wenn man hier guckt, Autos, Autos, Autos. Keiner was an, keiner hat Bedarf. Ja, muss das noch erschlossen werden. Thank you.
Metall und Gummi. Oh, das haben wir ja alles. Crashtest, Dummies. Was war das? Das hat ja so geknallt. Was geht denn? Füller einmal in den Metall und zwei Stellen ab. Verpasser unter Abgastest, Software. Hallo, kommt man hier einmal umbaut? Die sollten hier mal aufräumen, das Militär. Guck dir mal die Kisten an, ja. Mann, Mann, Mann. Vor allem Fahrerfrauen. Die sehen ja komisch aus, ja. Die Bürger verlangen nach... Nein. Ich möchte sie jetzt nicht beunruhigen. Du kannst mich nicht beunruhigen. So. Rosen mal ein bisschen Saft. Und Paketen hier da. Waffen. In Nahost. Auch nicht schlecht. Da habe ich bestimmt viele Freunde. Und Rosen bei den Autos. Das ist gut. Möbel. Mega wichtig. Mega wichtig. Möbel. Oh, jetzt kommt Geld rein. Also. Kohle rein durch die Verdrehung. Die Nacktbar ist voll. Rucksacktouristen. Warum kommt denn hier keiner?
Oh, ich bin hier so warm drin. Was ist denn los? Was liegt auf Sprache, da wo ich vor nicht früher die Umwelt? Ich muss noch von mir an der Eins. Es besteht ein Risiko von Ihnen. Das heißt, dass es sich an Donner, bei jeder Zahl, ja, und die Freunde. Erzählen, aber den Index für Abenteuer wissen. Oh! Es ist eine riesige Mücke. Da haben wir doch was. Böse sind wir eher konservativ auch. Rucksack-Touristen. Ist doch genau das, was wir brauchen, Mensch. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie?75 minus, Alter, ey. Abfahrt. Braucht kein Mensch das Ding. Na bitte, Rucksack, du bist verbrannt, Tagi. Luxus, wie lange wir deine Finger. Oh, das ist schon mal los. Was soll ich denn finden? Sicher. Nein. So muss man das Plantage machen. Ich hab eine Idee. Zack. Unser Geld ist im Umlauf, Press. Die Aktien sind Optionen, die Optionen sind Aktien und alle Auktionen gestoppt. Ja. Ist doch unser Symposium. Jetzt dabei. Wir haben ja auch so viel Platz zum Bauen. Muss ich jetzt hier noch eine Bibliothek bauen oder mit dir?
Der Sieg gehört euch, Präsident. Ich wusste, ihr würdet erfolgreich sein. Und nicht nur, weil ich sämtliche Stimmzettel persönlich ausgefüllt und gezählt habe. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber ich bin... Einkaufszentrum. Lass uns ein Einkaufszentrum bauen. Ja. Aber warte. Da reißen wir erstmal ein Objekt mit. Eine Flasche Wodka mitgebracht. Ich habe sie bereits getrunken. Hey. Aber Sie könnten ja eine Kerze in die Flasche stellen. Alles völlig legal, natürlich. Ah, Leute, wisst ihr, was wir noch machen müssen? Ah, ich weiß es nicht. Muss halt stimmen, dass wir übelst viele bauen. Naja, guckt, sieht das so. Oh, knacke voll, guckt euch die Bauern an. Also immer als Tipp, wenn ihr eine Übersicht von eurem Laden haben wollt, guckt in euer Einkaufszentrum oder in einen Kiosk. Da seid ihr alles, was ihr habt, überschaffen. Weil das manchmal ein bisschen undurchsichtig ist hier bei dem Spiel. Eigentlich weiß man es, wenn man was baut, dass man das hat. Aber manchmal vergisst man das auch. So, Kokosmesser. Die brauchen wir, die brauchen wir, die brauchen wir. Kokosöl. Ja, das ist die Frage.
Präsidente, wie steht es mit Ihren Ambitionen? Naja, nicht so wirklich. Kamelträumer und Geschäfte machen, die sind immer so undankbar. Das ist eine Ware. Macht nach, Junge. So, jetzt werden wir mal Fort Knox bauen, ne? Jetzt werden wir mal nach oben machen. Mal kein Geld haben. Ich zeige euch gleich, was ich damit meine. Stärkung haben, wenn ihr erinnert, das angreift. Flughafen ist eh immer sehr bewacht. Hochsicherheitszone. So Leute, jetzt schaut. Autos. Boote. Das sind alles die wertvollsten Gegenstände. Merkt euch das. Gold. Das macht, so wie ich das jetzt hier sage und zeige, habt ihr es leicht. Weil, ihr braucht dann das alles nur auszulösen. Ah, Präsident, willkommen. Ich brauche noch eine Lager. Ihr braucht es dann am Ende des Tages. Das erkläre ich euch gleich, wie das hier. Lagert das ein und wenn ihr in Zahlungsschwierigkeiten kommt, klickt ihr hier drauf, als Beispiel so, und dann wird das zu eurem Hafen geschickt und wird als Geld verkauft, also dass ihr dann Geld dafür kriegt. Und ihr glaubt nicht, ich habe schon 6 so eine Dinger voll gehabt, da habt ihr Millionen mit einmal zur Verfügung, wenn ihr, aber nur wenn es zu Schwierigkeiten kommt. Das sind, wie gesagt, eure Rohstoffe von der Insel zusammengespart, sag ich mal. Das ist immer schwierig, dann alles mal auszulösen. Jetzt, ne? So, Uran kann man hochlagern. Rohstoffe, Stahl, Schokolade, Schmuck wollte ich noch. Gut, das reicht. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Alles völlig legal, natürlich. Wir entziehen ja letztendlich auch dem System die Waren. Und somit steigen dann die Preise wahrscheinlich auch. Müssen wir mal gucken. Wenn wir hier nicht mehr im Markt einbringen, dann gibt es Mangelerscheinungen. Und das steigert den Preis. Merken. Wichtig. Jetzt suche ich die Villa hier. Das sieht man echt so senken. Die nur wollen hier, ey. Ich sparte bis
besondere Gebäude, Gebäude des Gebäude Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Naja, schon mal ab, Junge. Wenn ich dir mal einen rumschicke, dann macht der dir mal Druck. Ich weiß, wo ich das mache. Wir werden das mal vorne abbauen. Und wenn das abgebaut ist, dann gibt es keine verstrahlten Kippen mehr. Und mal gucken, ob das hier ja. Boah, das hier ist doch nicht die Konzentration. Uran, das ist doch Uran. Nee, das ist nicht. Das muss wechseln. Das haben wir nur verstrahlte Ebenen noch. Kommt da irgendwann mal eine Anzeige. Der Achtersaurus ist ein Erfolg. Wir haben offiziell die furchterregendste Achterbahn der Welt. Das sind hervorragende Nachrichten. Ach, Schwein. Solange man Leute, die Berichtigung auf Verletzungen ignoriert. Gut oder ne? Fast. Und nun? Erhöht den Odex. Oder noch einzigen. Wissen Sie, was unser Vergnügungspark braucht? Ein paar Vergnügungen. Und ich habe da die nass und pelzig Wildwasser. Aha. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen. Du beunruhigst mich ja nicht. In die Ruhe selbst, ja. Oh, Präsidente, Ihre Eichhörnchen-Initiative ist wundervoll. Sie vergraben Nüsse, die... Guten Morgen, Präsident. Hier ist... Ich habe schon alles gebaut. Mit dem Wohlstand. Ich fange aus dem Wohlstand reich. Naja, ich habe schon Luxushotels. Selber, ich habe alles schon hingebaut, viel zu zeitig. Und jetzt kommt die ganzen Aufträge, naja. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig legitim. Völlig. Völlig. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich das weggedrückt. Oh mein Gott. 50 Touristen reich einfach.
schaffe ich das jetzt? Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen, aber... Also, kleiner Nebeneffekt, für euer Geld kommt nicht mehr so, bis eure Lager richtig knackevoll sind und dann geht's wieder vorwärts. Die Bürger verlangen... Nein, aber denkt dran, wenn die voll sind, habt ihr immer Rückenhalt. Richtig viel Money. Und das ist wichtig in dem Spiel, ja. So. Schmuck. Jobs wegnehmen? Eine offizielle Stellungnahme des Palasts sagt, das hängt davon ab, wie hart du... Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Wie hart du arbeitest. Genau. Natürlich. Ach ja.
der Schmuck. Und eingelagert. Aber ich muss ja hier aus Versehen rechtsklick machen und die Mission wegmachen. Fürchterlich. Mir sicher. Oh mein Gott. Was habe ich gemacht? Ich habe das Falsche angeklickt. Oh mein Gott, was mich hier das jetzt nicht wieder raus. Ich habe Wahlzettel nicht mit angemacht. Oh nein. Oh mein Gott, Junge. Das war knapp, Präsidente. Naja. Offenbar müssen einige Bürger daran erinnert werden, wie sehr sie euch lieben. Das war wirklich jetzt heikel, Alter. Das war heikel. Also immer darauf achten, nicht verklicken. So, Ärzte haben gut bezahlt, denkt man. Die haben einen hohen Stand. In der Bevölkerung. So, da brauchen wir gleich noch eins. Wo war das jetzt? Da war ich da. Ah, warte mal, da haben wir eins. Da geht's. Wo war's? Da haben wir eins. Knackervoll, so wie es aussieht. Jetzt müssen wir das hier auch irgendwo hin. Karren. Brauchst du auch nicht. Kirche daneben. Kathüt. Kathe. Boah, 1, 2, 3. Kathedrale. Zumbrecher, ja. Und dann lief das. Zack. Außenbahn. Schönes Apartment. Luft. Thank you.
Brunnen. So, guck ich mal an. Schön hier. Dann steigt nämlich auch hier die andere Mauer. Wohnungszufriedenheit. Merkt euch das immer ein bisschen zu grün ist so. Also nicht zum Rauchen, aber ja, so wie ihr das schon mal da denkt. Aber hier mit Parkanlagen steigert ihr das Wohlbefinden der Bevölkerung, auch wenn es schlechtere Wohnungen sind. Sagen, ja. Die Gesellschaft Wohlstand und Gesundheit gibt diese Woche Rabatte auf Schönheitsoperationen. Lasst euch kostenlos die Lippen aufspritzen mit allem drum und dran. So, wir haben's ja. Von Abenteuerlustigen. Sieht's nicht wahr? Wir sind fast wie Geschwister, Präsidente. Aber. Aber haben Sie schon mal Geschwister kämpfen sehen? Immer diese Erpressung. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen. In Russland und Ost. Eisenkorn, immer ich brauche. Käse brauche ich. Öl brauche ich. Was hat er noch? Autos. Tja, wie unser Geld wird hier. Wahnsinn, nur weil wir einladen haben. Unser Geld ist im Umlauf, Brad. Naja, bis 10.000, ja. Das dauert eine Weile, leider. Aber wenn das voll ist, habt ihr hier rein. Dann beherrscht ihr den Markt. Sag ich euch so, wie es ist. Jetzt wird der Markt durch die Schiffe beherrscht von den Ausländern oder den, nicht Ausländern, sondern von den anderen Ländern um euch drumherum. Weil wenn die nicht bei euch einkaufen, verdient ihr kein Geld. Aber wenn ihr dann diese Ressourcen auf der Insel habt und die dann rausgebt und auf dem offenen Markt anbietet, ohne die Geschäfte hier abzuschließen, hier auf diesem Markt, ohne den Handel, dann. Weil das macht der Tropico auch inoffiziell. Tun ja solche Verschipper. Es kommen ja Schiffe, Handelsschiffe an. Und dafür kriegt ihr Geld. Dann wird das nochmal gesteigert. Da seid ihr nicht mehr so abhängig. Dann soll ich mal den Buckel runterrutschen. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts bei dem. Ah, bla bla, ja. Nicht dafür bezahlt, ja. Südeskirche, Kathedrale, wow. Das Weiße Haus hätte ich gern. Oh!
Weiße Haus, ey Leute, das muss ich unbedingt haben. Das muss hier irgendwie hin. Genau bei mir hier am. Ich bin froh, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben. War ich doch. Sie sind meinen Anweisungen. Ja, ja, alles gut. Die Kanäle rein. So. Zeit am Leben zu sein. Vom Zukunftsschock bis zur Gewalt im Straßenverkehr. Technologie macht alles besser. Gewalt im Straßenverkehr. Was haben wir gemacht? Vor allem noch Fleisch. Hatte ich Sie nicht erschießen lassen? Ey. Ach nein, ich erinnere mich. Die Hacker sind so müde. Sie können nicht mal mehr launische Videospieltests. Oh, Pharmazeutika, das hab ich doch noch nicht. Oh, Mann. Geht da an und dann kannst du dir deinen Arsch zudrücken. Sorry für die Ausdrücke. Manchmal reicht es einfach nur. Ja. So, jetzt haben wir uns um die Schelle gekümmert. Jetzt gehen wir mal hier rein. Bauen die Brücken, um die Hauptinsel mit der Insel mit den antiken Ruinen zu verbinden. Haben wir antike Ruinen, ja? Oh nein, ja, hier. Ist ja super geil gesagt. Kann der nicht mal gerade bauen, ey. Das ist so nervtötend. Thank you.
Souvenirs, Souvenirs. Around the bureau. Es ist solch eine Last, Erbe eines unvorstellbaren Vermögens zu sein. Sie können sich den Mangel an Druck nicht vorstellen. Verschiedenen Inseln, Tourismusgebäude. Frage ich die wieder ab hier. Mein Japan Schaden, ey. Das ist, was hat denn das für eine Logik, ey, wirklich? Dann baue ich hier Souvenirs hin. So. Hier ein Reisebüro. Bude. Warum hier hin? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 5 verschiedene Inseln. 1, 2, 3, 4. 5. Warum hier noch ein Motel hin? Oh je, Dern, ihr öffnet. Es hat keinen Sinn, ja, du nervst. Ihre willkürliche Politik wird nicht länger voll geduldet. Wir nehmen Enttäuschung bla, nicht bla, einfach bla, so bla, hin. Bla, bla. Interessiert mich nicht. Sprechen irgendwelche dieser Angebote? Genau das fehlt mir auf den Sack in dem Spiel, dieser Typ. Wir nehmen das nicht hin, ja. Zigtausend Büros soll ich bauen, die haben noch eine Meise. Ich kann keinen Import-Export machen. Was ist hier los? Nur Import. Hä? Das ist jetzt deine Strafe oder was? Du, der Tresor ist voll. Mach dich da, Alter. So, haben wir jetzt die Gebäude? Eins noch. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ach, bitte. Thank you.
Mag ich ja auch nicht, solche Institute mal. Ich habe nachgedacht, Präsidente. Normale... Die Hängegleiter sind in der Luft. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Nein. Ich habe eine Idee, Präsidente. Habe ich alles schon. Führen Sie den Luxusflieger. Das habe ich noch nicht gemacht. Fangen Sie größten mit dem Wohlstand. Stinkreich. 10 Leute. Ach du meine. Die Rettungsbootstation ist fertig. Oh mein Gott. Wir haben patagonische Vermehrungshörnchen bestellt, um eine Populationsexplosion. Wenn sich jemand in einem Freizeitpark verletzt, gibt nichts erhöht den Eigentum. Bitte hier doch langsam voran. Projekt Nussknacker läuft hervorragend, Präsidente. Ja. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts ill. Manipuliertes Getreide ist der Knaller auf den benachbarten Inseln der Republik Pobresse. Bauern sagen, wir lieben es, jedes Jahr für Saatgut zu zahlen. Kommen ja richtig viele Leute hierher, ne? Meine Güte, ist ja viel los. Wir rennen alle weg. Boah, ist das euer Ernst? Hier ist eine Bushaltestelle, Kollegen. Präsidente, haben Sie schon gehört? Uran-Präsidente. Der größte Feind der Umwelt wird genau... Kaufen Sie Entsorgung gefährlicher Abfälle. Das ist ein Bergwerk Uran mit der Achso. Gute Nachricht.
Das Weiße Haus hat wirklich Ethernet in jedem Raum. Schlechte Nacht. Treffer! Hacker! Kaufen Sie Entsorgung gefährlicher Abfälle. Sicher, dass die Guten. Ach du Heiliger. Sich mit jeder, wenn es mit den... Der Sieg gehört euch, Präsidente. Ich wusste, ihr würdet erfolgreich sein. Und nicht nur, weil ich sämtliche Stimmzettel persönlich ausgefüllt und gezählt habe. Radioaktive Todesschlacke ordnungsgemäß entsorgt wird, Präsidentin. Präsidentin, wir haben patagonische Vermehrungshörnchen. Wie immer habe ich mich aufgeopfert, Präsidentin. Ich war die ganze Nacht lang wach und habe in schlechten Filmen nach einer Lösung gesucht, die unwahrscheinlich... Wären Sie hier... Die mich immer für mein Zeug abbringen hier. Meine Güte. Ich war doch gerade bei meinem Bergwerk hier. Jetzt muss ich mich wieder um sowas da kümmern. Arbeitsqualität 30. Eieiei. Projekt Nussknacker ist abgeschlossen.
zwei Filialen in Hamburg. Das haben wir schon gebaut. Unser Geld ist im Umlauf, Press. Warum haben wir keine Bananen? Warum muss ich jetzt hier warten? Meine Güte. Kann man nicht mal ernst sehen. El Presidente hat dem Volk von Tropico heute versichert, dass die Lebensqualität auf unserem Archipel die höchste... Presidente, ich mag Sie! Doch mein Ennui ist ungemindert. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Oh Mann, ich will das nicht. Der mittlere Osten programmiert seine Liebe für... Ich bin froh, dass Sie die richtige Entscheidung getroffen haben, Präsident. Gehorsam ist immer der richtige Weg. Ja, so will ich das auch. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Geschäfte.
Wissen Sie, warum unsere Mauer so lang wurde? Wegen einer Mischung aus Wart... Sag mal, ist das jetzt der Hauptmission? Ja, total banane Hauptauftrag. Ach so. Des Gewinners eines signierten Porträts von El Presidente. Penultimo! Glückwunsch Nummer 2. Wir wussten, 1000 Einsendungen würden ausreichen. Was hat jetzt los? Pass mal auf, wir folgen den Meinung. Was hat jetzt los und holt die Bananen oder was? Das hat wirklich die Bananen. Was hört ihr raus? Bananenbrennbare. Nummer 421. Der holt wirklich Bananen. Es gab einige Möglichkeiten, nichts Illegales. Oh Mann. Präsidente, wie fühlt er sich ab? Wo ist mein weißes Haus? Kann ich das nur endlich bauen? Oder? Da ist es. Oh, doch so groß. Ey Leute, jetzt kommt das weiße Haus. Genau hier hin. Oh, ich kann es nicht hinbauen. Ach, Mann. Ananas. Ah, warte, ich hab eine Idee. Das hat doch nichts gebracht. Ich drehe hier an. Scheider. Tropikos bietet jetzt Augenlaserchirurgie. Für alle, die unbedingt Laserauge brauchen. Laserauge.
unspektakulär hier draußen, das Ding. Ach Mann, ey. Ach komm. Wir haben sie baut und jetzt. Auch wenn es unspektakulär ist. Geil. El Presidente heißt Amerikas ikonischstes Gebäude willkommen. Findet es aber ein wenig trist. In welcher Farbe soll es angemalt werden? Die Leitungen sind offen. Kommen Sie wenigstens. Warum geht denn das nicht hier mit den Bananen? Was ist denn hier mal los? Ey, ganz ehrlich, jetzt baue ich da draußen was. Ey, das ist nicht normal, wirklich nicht. Jetzt baue ich hier eine Plantage hin, nur um Bananen zu haben oder was? Ach Leute, das ist doch nicht normal. Effizienz 22. Wow. Nicht so viel. 37. Wow. 40. Dabei haben wir alles. Die haben Bedarf, warum werden die nicht beliefert? Das kann doch nicht sein, wirklich nicht. Das nervt mich ja auch gerade wirklich richtig. Warum wir jetzt hier irgendwas hin? Effizienz. Effizienz zwar im Keller, aber. Ich muss das jetzt hier hinhauen. 17% hier. So, macht Bananen los jetzt. Keine Zeit, ja. Ja, bitte, ihr doch. Stimmt. Effizienz 92. Naja, da jetzt doch. Komm, jetzt lief oder hoch. Die brauchen Bananen. Na bitte, ja. 1000 Stück, das war Witz. 200. Ach, fein.
ist doch gleich erledigt. Seht ihr Leute, so schnell geht das. Brauche ich auch hier eine Plantage zu bauen. Hätte ich das mal gleich mit Hydrokultur gemacht? Erst rein. Umfragen in sozialen Medien bestätigen eine Zufriedenheit in allen Dingen von 117%. Die Zahlen lügen nicht. Ey, die sollen da hoch. Nochmal. Ey, die da oben brauchen die Bananen. Seid ihr zu? Das ist eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Ich möchte... Ey, das ist meine Mission hier. Jetzt haben sie was gebracht, oder? Nicht auf Lager. Die Bürger verlangen. Nein. Studien zeigen. Ah, nein. Wer sich mit je. Wenn es mit den... Sie liefern einfach keine Bananen. Die sind nicht unterwegs. Ich verstehe das nicht. Die hauen damit ab! Warte. Der Radius sagt mir was. Warte. Wir klatschen das hier oben hin. Das wird sonst ja nicht mehr. Das wird nicht. Wir müssen das hier oben platzieren. Jedes Mal meine Bananen. Ich war schon längst fertig mit der Mission hier. Meine Güte. Der Palast streitet ab, dem Trinkwasser Chemikalien beigefügt zu haben, um die Bürger gefügiger zu machen. Ruft an und sagt uns eure Meinung, wenn ihr eine habt. Hey. Klar haben die eine Meinung. Los jetzt hier. Attacke! Bananen. Die klauen die wieder!
Die bringen die nicht zu dem Ding? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wie kriege ich das hin? Der Sieg gehört euch, Präsident. Ich wusste, ihr würdet erfolgreich sein. Und nicht nur, weil ich sämtliche Stimmzettel persönlich ausgefüllt und gezählt habe. Ey, das kann doch nicht denn ja ernst sein. Wie kriege ich das hin? Regionaler Konsum gestatten. Die müssen die nur von da nach da bringen, dann ist es da und gut. Nein. Und da fährt das mal in die Stadt oder was? Ist doch nicht in sein Ernst. Kriegen. Keiner drinnen, naja, super. So viel zu tun. Ja, klar. Von rein. Auf dem Weg zum Krankenhaus. Dafür. Ja, dann machen wir hier eine Klinik hin, das wird nicht schlimm. Jetzt klauen die Wütter. Was, die hauen immer mit meinen Bananen ab? Oh, ich hab eine Idee. Ha. Leute, jetzt machen wir hier mal ein bisschen was Lustiges. Wir reisen einfach die Straße ab. Bauen hier oben einen Transport. Teil hin. Zack. Und jetzt müssen die von da nach da transportieren. Schauen wir mal. Jetzt wird's lustig. Jetzt hab ich das einfach geklappt. Ey, wie man hier Missionen bestreiten muss. Das ist unglaublich. Die hauen jedes Mal mit den Bananen ab. So, Straße ist geklappt. So, jetzt muss es funktionieren, ja. Los jetzt hier. Wieso kündigen die? Arbeiten. Oder die kündigen ja alle. Warum? Wozu? Hier. Jetzt gibt es nur noch den Fahrweg. Mal sehen, wie es läuft. Bin ich mal gespannt. Das Ganze geht auch sehr lockig. Wählt euch ein und surft auf einer gewaltigen Pop-Up-Welle durch die Homepage von Kanal Uno. So gut, der Stimme und Zukunft von Tropico. Los jetzt, jetzt holen wir fahren. Ah, die wollen wir doch nicht hier in der Nähe. Da tun die sich wieder ein. Scheißen auf gut Deutsch. So, na dann, jetzt hast du 1000, jetzt kannst du die mal rüberbringen, dass die ihre Bananen kriegen und endlich meine Mission beendet ist ja. Kann man keiner erzählen, ja, was ich hier. Guck mal, die sehen es nicht ein, die Bananen darüber zu bringen. Die sehen es nicht ein. Ist der Weg nicht richtig verknüpft, oder was? Darf ich kurz durch, bitte?
doch. Notfallauftrag einstellen. Ah, jetzt verstehe ich. Oh Leute, ich hab's verstanden. Jetzt weiß ich, warum es nicht geklappt hat. Oh Leute, meine Doofheit. Ich wusste nicht, dass man das einstellen kann. So, jetzt müsste es aber gehen. Jetzt müssten die losfahren. Notfallauftrag einstellen. Von da nach da. So, jetzt müssen nur noch die Typen hier mal hochkommen, endlich mal hier. Und mal vorangehen hier. Oh, und ich mach mir so einen Kopf hier. Ja, jetzt klauen die wieder meine Bananen. Oh, das sind solche. Nee. Doch, jetzt. Wie närrisch von den Eichhörnchen sich mit ihnen. Das war noch nur so. Schmieren sie die Insel. Schließen sie die Eichhörnchen auf der Insel mit dem Ei und geben sie alle Zugänge entfernen. Die Insel ist abgeschottet, Präsidente. Die Eichhörnchen sind gefangen. Ha! Ihr solltet den Ausdruck auf ihren kleinen, pelzigen Gesichtern sehen. Unbezahlbar. Naja, Leute. Tropikoland erledigt. Was habe ich nur getan? Ein riesiges Mutantenlama, das eine Population fleischfressender Eichhörnchen auslöscht. Präsidente, das hätte nie geschehen dürfen. Die Insel ist abgeschottet, Präsidente. Die Eichhörnchen sind gefangen. Ha! Ihr solltet den Ausdruck auf ihren kleinen, pelzigen Gesichtern sehen. Unbezahlbar. Ist das hier abgeschottet oder was? Oh, ey, das ist doch nicht normal. Ich denke, ich bin jetzt fertig hier. Jetzt muss ich hier noch Spaß. Spaß. Ja, super. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Eine Million. Energieeffizienz ist im Tropico ein wichtiges Thema. Deshalb ist nun jeder Donnerstag ein Baden im Dunkeltag. Was hattet ihr da drin schon vor? Photosynthese? Thank you.
Ich habe gesehen, dass diese... Wie zu schätzen, Präsident? Es ist solch eine Last, Erbe. Sie sind meinen Anweisungen gefolgt, doch ich... Wären Sie hier an irgendeinem... Ach, wir sind schon weiter, gut. Alles klärchen. Touristen im Stoff. Nein, nein, jetzt müssen wir Touristen noch rein. Warum unsere Mauer so lang wurde.
Roboterautos, sie bauen selbstständig einen Auffahrunfall, damit es euch erspart bleibt. Bald zu besichtigen in eurem Rückspiegel. Ihr habt es geschafft, Präsidente. Ihr habt Tropicoland auf den schwer umkämpften ersten Platz des POF-Index befördert. Ein Ultimus objektiver Freizeitpark-Index. Das ist echt anstrengend. Naja, dann. Wenn sie schafft, ja. Ah, Präsidente, wir haben es im Tau-Index nicht bis ganz nach oben geschafft, konnten aber die Filmrechte für ein Vermögen verkaufen. Mehr als genug, um all diese falschen Anklagen wegen Todesfällen zu bezahlen. Also, wenn es hier etwas zu lernen gibt, dann dass wir nicht versuchen sollten, die Wissenschaft besser zu verstehen. Es ist besser, jede verrückte Idee zu erforschen und sich erst später um die Konsequenzen Gedanken zu machen. Später ist die beste Zeit für alles, denkt ihr nicht auch? Naja. Ihr habt es geschafft, Präsidente. Der Sieg gehört uns. Ich meine, Ihnen. So, Leute, das war's an der Stelle. Tropicoland ist jetzt vorbei. Wir haben gewonnen. Natürlich wird es weitergehen, aber in einer anderen Mission. Bis dahin.